Weiter geht's hier mit den Affen. Hier mit Chunky Kong haben wir. Ne, das war Donkey Kong. Mit Donkey Kong haben wir letztes Mal hier eine Banane rausgebracht. Frage Nummer 2 ist. Also, keine Frage. Wir müssen jetzt wieder raus, um die Banane. Ich weiß zwar nicht, für welchen Kong sie ist, aber ich nehme mal ein sie ist für Tiny Kong. Und falls ich mich ein bisschen anders anhöre, Leute, kann das daran liegen, dass ich neues Mikro habe. Ja, ich hab mir ein neues Mikro besorgt. Hab ja immer mit Headset aufgenommen. Aber ich finde, ich bin nicht so der Headset-Let's Player. Ich bin viel zu laut dafür. Wenn, dann klang immer so ein Rauschen immer so. Und ich weiß nicht mehr, wo ich hier rausgehe. Kann mir das mal jemand sagen, damit ich hier rausgehen kann? Okay, wo muss ich hier raus? Das bin ich nicht mehr lustig. Da war der Ausgang. Toll, Blaze. Ganz blabla, Blaze. Und zu deinem Mikro finde ich übelst geil. Standmikro. Ich nehme nicht mehr mit Headset auf. Nee, ist ein Standmikro. Hat mich ein bisschen was gekostet, aber hat ja vor kurzem Geburtstag und. Ah, wieso nicht das Geld ausgeben, damit ich hier mit besserer Quali aufnehmen kann? Ich hoffe, euch gefällt es auch. Okay, jetzt sind wir wieder hier drin. Ich wollte schon sagen, wieso können wir hier nicht mehr raus? Wir sind ja nicht dadurch gekommen. Hab ich da gerade was gesehen? Ich hab doch gerade was gesehen. Upsa. Upsa. Jetzt auch noch was. Ich wäre jetzt fast rausgegangen. Tschüss. Nee, an den Part erinnere ich mich. Der war so übel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe aber Angst vor Spinnen. Immer nicht eine Spinne im Zimmer, aber ich hole meine Mama her. Ich bin so eine Pussy gegen Insekten. Letztes Mal hatte ich schon so ein großes Viech. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, ihr seht es nicht. Aber es war. Könnt ihr euch mal so vorstellen. So ungefähr ein Durchmesser von 0,5. Also 5 mm pro Durchmesser. Nee, ein bisschen größer ist es größer. So 1 cm. Okay, zwischen 0,5 und 1 cm. Jetzt lass mich in Ruhe. Hatte ich so ein Teil in dem Zimmer. Und. Weg da. Weg da. Und ich muss diesen. Echt? Ja. Hallo. Hallo. Ich will hier raus. Verdammte Spinne. Auf jeden Fall hatte ich so ein großes Viech noch nie im Zimmer gehabt. Noch nie. Und das war um 8 Uhr morgens, Leute. Ich habe keinen Plan, wie das hier reingekommen ist. Jedenfalls hatte ich am Anfang habe ich gedacht, meine Nachbarn oben dran sind wieder am Boden, denn die sind immer beschwätzt mit der Renovierung. Okay, aber. Nee, denkste, war kein Bohrer. Nee, war so ein großes Viech. Und jetzt, schon wie gesagt, ich dachte, mein Nachbarn, wenn er am Boden so laut war, das Viech. Komm her, mach das Auge auf. Nee. Ja, auf jeden Fall. Habe ich das Viech dann am Fenster gesehen und ich. Ich weiß nicht, was machen, Leute. Meine Mama war gerade mit dem Hund draußen. Ergo, ich konnte es nicht, warum das Viech kurz zu war. Problem Nummer 2. Es war 8 Uhr morgens, das heißt, ich musste leise sein, sonst hätte mein Vater auch noch was zu reklamieren gehabt und vielleicht mich dann verdroschen. Nein, mein Vater hat mich nicht gehabt. Lass mich in Ruhe, auf mich zu spucken. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, wieso ist das Viech hier los, wenn ich kann nicht mit dem Viech im Zimmer schlafen. Ich ging dann ins Wohnzimmer, habe dort gepennt. Also gepennt. Ach klar, ich habe geschlafen, was hab ich mit den Gedanken schlafen können. Viech hier hat sein eigenes Kind abgeschossen. Tierquäler. Nein. Tiny. Ich will hier raus. Wieso komm ich hier raus? Jetzt wirst du mir sagen, immer wenn ich von dem Scheiß getroffen hätte, muss ich warten, bis die hier hinkommen und mich K.O. schlagen. Au! Also jetzt nervt ihr mich. Komm schon, Tree of a Kind. Und? Ich mach mal ein Tour of a Kind. Ja, nervt. Vor allem du. Weg da. Mach's Äuglein auf, Schätzchen. Ja. Bist du mal down? Sieht nicht so aus.
Und ich geh damit bald down. Oh, yeah. Lass mich in Ruhe, Kackspinne. Ich sagte, lass mich in Ruhe, Kackspinne. Der Zwischenboss ist schon zum Teil schwerer als die meisten Endbosse. Wo ist dein anderer Sohn? Du gehst mir auf die Nerven. Komm schon. Ja. Finish him. Ja klar, putz ich mit der Klitze klein. Ja, ist klar. Komm her, ich zeig dir. Ich hab keine Chance, weil ich so klein bin. Tut mir leid, tut mir leid. Banane. Ich bin mir ja nicht sicher, ob ich will die Banane nicht mehr anfassen, welche Tiny Kong denn. Hat sie wohl die Kram? Ich kam aus dem Loch da. Und die Wespen, wo Spinnenfäden kommt, oder? Kommen die aus dem Arsch? Ich weiß es gar nicht. Warum? Nee. Die kommen, glaube ich, aus dem Mund sogar. Ich hab keinen Pump. Nee, die kommen nicht aus dem Mund. Was hätte ich denn für einen Scheiß zum Spinnenfäden vom Mund kommt? Oder seid ihr doch? Ein Mysterium für Galileo Mystery. Okay, wo ist der Ausgang? Noch ein Mysterium für Galileo Mystery. Ich bin so bescheuert drauf heute, Leute. Es tut mir leid. Aber ich habe übrigens Freude am neuen Mikro. Hab schon eine Testaufnahme gemacht. Hat mir richtig geil gefallen, die Soundqualität. Okay. Die Naruto-Parts kommen auch noch mit dem alten Headset, denn ich habe die auf Vorrat aufgenommen. Aber jetzt mache ich gerade eine Aufnahmesession mit Donkey Kong. 54. Fail von meiner Seite. Okay, ich weiß nicht, warum ich wieder in 64 seid. Hört auf mich aufzulachen. Ihr mordet mich. Oh, Banane. Banane nicht für mich. Banane für Donkey. Donkey. Ich hab halt nur noch die Blaupause. Richtig. And some bananas. 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 Banana, Banana, Banana. Da war ein Tausch, was ich hab's gesehen. Oh, Bananen. Ich sammle die Bananen. Ich hab ihm noch gesagt, hier unten sind Bananen. Aber ich hab schon wieder vergessen, Leute. Es geht schneller, als ihr dreimal nacheinander Bananenpüree sagen könnt. Ja, wirklich. Und zurück. Eine Banane verpasst. Gut, ich sammle schon 70. Bald, bald. Haben wir alles? Ach, yeah. So. Ja, Leute, und ich will hier schon mal etwas erwähnen. Ich weiß schon, was das nächste Projekt nach Donkey Kong 64 kommt. Yeah. Eins schon mal vorweg: Es wird nicht Kingdom Hearts sein. Denn ich mache Kingdom Hearts erst wirklich, wenn ich mehr Erfahrung mit der Videobearbeitung habe oder mit der Aufnahme quasi mit dem Grabber. Dann kommt Kingdom Hearts, weil Kingdom Hearts will ich euch wirklich geil präsentieren. Bye bye, hier sind wir nicht bei Kingdom Hearts. We are here bei Donkey Kong. Und hier hat es wieder Bananas. Bananas? Ja, ich weiß, ich muss auf die Bananen, aber die einzelnen Bananen sind dann ein bisschen leicht zu vergessen. Und schon wieder eine Bananenmedaille. Wir nähern uns immer mehr der Finishung dieser Welt, will ich mal sagen. Ah, komm schon, Donkey, hier auf. Und die können sogar Pilze bekämpfen. Oh, yeah. Und durch die Pilze durch. Okay, das Zug war geklaut von Rucksack Link. Ich hoffe, ich bekomme jetzt keine Copyright. Nein, keine Copyright-Probleme. Vielleicht hat das gar nicht patentiert. Jetzt auch ein Tauschschuss gehabt, verdammt. Wo war die Banane? Banane, 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 Banane. Hier ist die Banane. Donkey. 125 Bananen haben wir schon. Hihi, das geht. 5. Weil ich den Scheiß erzähle. 5 Achtel haben wir schon. Sind noch 5 Achtel. Ich meine 4. 4, also 4 Viertel werden 100. Ja, ist 5 Achtel. Ich kann rechnen. Immer mehr Bananas. Ich muss schon wieder diesen. Was ist heute los? Bitte nicht. I don't wanna do this. Okay. Wie komme ich hier rein? Und wir haben es rausgefunden. Ich gehe hier noch drauf.
Okay, ich kann hier nicht rein. Aber, ich sollte mich ein bisschen mal umgucken, bevor ich irgendwas versuche zu machen. Ich geh mal hier rauf. Oh ja. Ich sagte, ich will hier rauf. Donkey. Komm schon. Donkey? Also jetzt enttäuscht du mich. Gehst du hier rauf? Hoho, Donkey. Jetzt rauf da. Guter Junge. Jetzt nicht runterfahren. Jetzt hängt's an mir. Ihr müsst wissen, ich sehe kaum was hier drauf. Darum ein bisschen Stückchen für Stückchen. Ja. Genau deswegen. So, jetzt kann ich nicht mehr. Donkey, machst du bitte eine Arschbombe? Arschbombe. Ah, dieser Affen. Gut, damit hätten wir das geklärt. Hat sie oben irgendwas, was ich brauche? Ja, komm, ich mach das bei Tag. Ich muss eh, glaube ich, nochmal auf Tag rechnen, da ich nicht ausgemacht habe. Ich scherze jetzt einfach mal, ich habe was vergessen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Sicher, Herr Makelski. Okay, wo bin ich hier? Wieder in einer Scheune. Und schon wieder so ein bescheuernder. Gute Kamera, sehr gute Kamera. Und tschau. Meloni. Ich geh mal rauf. Komm schon, und Leiter kennen. Ich kletter auch nicht genau auf Leiter drauf. Ich hab übelst Höhenangst. Üble Höhenangst. Sehr üble Höhenangst. Ja genau, Höhenangst. Höhenangst. Und ich habe schon den ganzen Part nur Mist. Egal. Arschbombe. Habe ich nicht schon meinen Bananenfilm? Nicht runter. Nee, Donkey Munch ist die Bananenfilm. Nicht runter, man fotografiert sie. Musst du unbedingt jetzt noch ein Solo hinlegen, der Bluffer? Nicht runterschießen. Guter Junge. Fotografieren. Fail. Meiner Seite? Auf jeden Fall nervt ihr mich jetzt nicht gerade. Hörst du mal auf, so nah zu mir ranzukommen? Da kann ich dich nicht fotografieren. Geh mal weiter weg. Die einfachste Banane fällt bis jetzt und ich krieg sie nicht. So. Hab dich gekriegt, ich hab dich gekriegt. Du alte blöde Fee. Aber das war jetzt kaum alles wirklich nur für eine Bananenfee, oder? Ich habe jetzt hier auf eine Banane gehofft. Aber bei dem Verlauf noch ein Blaupaus. Oder einzelne Bananas? Bananas. Das heißt, kaum alles hier oben, oder? Okay, da hat's nichts mehr. Wo nicht sich's, ist ein Weg. Nee, hier nicht runterfallen. Okay, jetzt echt nichts mehr. Vielleicht unten irgendwo? Habe ich nicht gesehen, vielleicht. Hier oben auf dem Fass. Hier drüben. Kameramann. Ha. Hier versteckt. Hey, Asri. Und Japan. Und hey, sogar noch die alte Arschbombe. Was jetzt wohl freigeschaltet wird? Bonus was? Wie Bonus was? Ich dachte doch jetzt schon alles. Was soll denn der Kack? Hä? Ich dachte doch jetzt schon alles. Auf jeden Fall, die Zeit wird knapp, Donkey. Spring bitte. Hä? Ich dachte Donkey Kong wäre fett. Ja Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part, da ich dieses Minispiel abgrundtief hasse. Bis dahin. Tschüss. Und adieu und gebt mir doch ein Feedback zum neuen Mikrofon. Schreibt es unten in die Kommentare. Einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. Tschüss.